Hallo meine Lieben, Hallo ihr Lieben. schön, dass ihr zu uns geführt worden seid und schön, dass ihr uns gefunden habt. Ich möchte gerne nochmal auf das Video von gestern eingehen. Wenn Gott eine Türe zuschlägt, öffnet er eine andere. Ich habe euch ja gesagt, dass der Karl auch ein Video macht und wir haben uns jetzt heute Morgen nochmal so zusammengesetzt und haben gespürt, eigentlich wäre es schön, ein gemeinsames zu machen und das möchte ich auch gern zum Anlass nehmen, um mich wirklich für alle Kommentare, die ihr mir unter den YouTube-Videos geschrieben habt, aufgrund der Geschichte, wo wir gerade stehen, da möchte ich mich wirklich ganz herzlich bedanken, auch für die vielen WhatsApp-Nachrichten, Telegram-Nachrichten. Ich habe so viel positive Feedbacks bekommen und auch heute Morgen Nachrichten oder auch gestern noch Informationen, wie sie durch die Aussage durch das Video, was ich gemacht habe, nochmal neu zu Gott gefunden haben und auch gerade, du liebe S, mit S fängst du an, du weißt jetzt hoffentlich, wen ich meine, du hast mir heute Morgen auch eine Nachricht mitgeteilt, dass es dir heute Morgen so schlecht ging und du hast Gott alles abgegeben und wie es dir nach ein paar Minuten von jetzt auf also wirklich wesentlich besser gegangen ist und das möchte ich euch einfach mitteilen, dass das Video so eine Resonanz ausgelöst hat. Da möchte ich mich einfach nochmal bedanken, auch dass ihr Karl damit gut ins Boot genommen habt, weil der Karl hat ja gewusst, dass ich so ein Video mache. Wir haben ja drüber gesprochen und da war schon ein bisschen so das Gefühl, oh je, mal gucken, was jetzt da für negative Kommentare kommen, für schieße doch in den Wind oder sonst was, weil das ist ja dann nur oberflächlich gedacht und also das war, ich kann es wirklich nochmal sagen, wunderschön, diese Kommentare, die ich wirklich bekommen habe, die wir letztendlich bekommen haben. Und auch, das sehe ich auch, wie weit ihr seid, wie reflektiert ihr seid, dass ihr spürt, es geht um was Tieferes, es geht um was ganz anderes. Und dafür möchte ich mich bedanken. Und jetzt gebe ich das Wort meinem Ja, Schatz. okay, danke schön. Ja, also auch ich möchte mich bedanken für die Kommentare, die ihr mir gegeben habt. Ja, es geht um das Thema Mut. Mut zu haben, in authentischer Art und Weise hinzustehen und euch zu berichten, wo wir gerade stehen. Ja, also wie gesagt, wir hatten ein sehr schönes Silvester und in Gemeinschaft, in einer gläubigen Gemeinschaft. Wir haben das Jahr beendet mit einem schönen Gottesdienst, anschließend ein schönes Essen, dann haben wir Spiele gemacht und es war einfach so ein harmonischer Abend mit sehr vielen netten Menschen, die auch alle irgendwo auf derselben Linie sind, also was eben die Glaubensgeschichte anbelangt. Und das ist so eine tolle Erkenntnis und danke dafür. Auch an Gott möchte ich mich jetzt hier nochmal ganz herzlich bedanken, weil ja, der andere Tag, der erste Tag im neuen Jahr war dann ganz anders. Ja, das Video habt ihr jetzt, ich glaube, ich brauche da jetzt nicht groß drauf einsteigen, weil die Sabine Michel hat wirklich alles gesagt, wo wir stehen, was mit uns los ist und wie wir damit umgehen. Und das ist eigentlich der Lernprozess, den ich immer noch gehe, auch mit professioneller Unterstützung. Und eben aber das Allerhöchste ist einfach, diese Glauben zu haben an Gott. Ich habe Sabine Michel nach unserer On-Off-Phase, nach 2 Jahren, habe ich immer wieder gebetet, guter Gott, wenn Sabine Michel meine Frau ist, oder wenn Sabine Michel diese Frau ist, die du mir zuordnest oder für mein Leben gibst, dann lass uns wieder treffen. Und das ist ja passiert. Und deshalb gibt es für mich jetzt keine andere Option, diese Beziehung zu beenden durch
Spannungsfelder, durch unterschiedliche Ansichten, durch wir haben oft auch schon so ein bisschen reflektiert, dass wir einfach zu unterschiedliche wie zum Beispiel das, was ich gestern gesagt habe mit dem Kelch. Der Kelch ist bei ihr gefüllt und bei mir ist der Kelch eben weniger gefüllt oder manchmal vielleicht fast leer. Und dann gibt Sabine Michelle mir wieder von ihrem Nektar ab und füllt meinen Kelch wieder. Und das darf dann irgendwo dann auch, das muss dann irgendwann beendet sein, weil Sabine Michelle wird dann durch das dann immer leerer, immer leerer, immer ausgesaugter. Und also diese Erkenntnis zu haben, dass ich weitergehen muss, dass ich auch an mir weiterarbeiten werde und auch will, für mich selber. Es ist immer nur für mich selber, weil ich darf nichts abgeben, sondern ich muss bei mir bleiben. Ich muss meine Hindernisse muss ich aufarbeiten, meine alten Lebensmuster, die muss ich endlich ablegen. Und ja, ich muss einfach... Das ist ja auch das, was dir die Schwere macht, die alten Lebensmuster. Genau, das ist das, was mir die Schwere macht. Ich muss mein Herz öffnen. Ich muss es aber spüren können. Mhm. Und das ist das, was ich dann bei Meditationen zum Beispiel besser fühlen kann. Ja, oder das sind zum Beispiel, ich habe letztens eine Meditation gemacht, wo dann die Frage kam, wie warst du als Vater zu deinem inneren Kind oder wie warst du als Mutter zu deinem inneren Kind? Oder wie bist du mit deinem Kind? Oder wie bin ich, ja? Und da war es erstmal, okay, es war kein positives Wow, aber es war einfach was hängen geblieben ist. Und ich reflektiere dann, also dieses Reflektieren, das ist immer, immer stärker bei mir. Und aber auch ganz, ganz, ganz wichtig, weil nur so komme ich weiter. Ich selber komme dann so weiter. Weil früher war ich in meiner sportlichen Welt, da konnte man vieles zudecken, da konnte man vor vielem weglaufen, aber das will ich ja nicht mehr. Ich will ja hier sein, ich will ja ein Partner sein für meine Liebste, wo sie sich anlehnen kann, wo sie sich geborgen fühlt, wo sie auch auftanken kann und nicht nur abgeben muss. Und ja, da stehen wir jetzt gerade und wir haben es in Gottes Hand gelegt. Wir haben es in die Hände Gottes gelegt, genau. Und das ist so eine schöne Erkenntnis, auch durch die Glaubensgemeinschaft, die wir hier haben, wo wir jetzt gerade wohnen. Das sind dann ganz, ganz wertvolle Eigenschaften. Das sind Lebensgefühle, das sind... nur so kommen wir weiter, das weiß ich inzwischen auch. Mhm. Und ich will einfach nochmal Stellung nochmal kurz nehmen. Ihr Lieben, loslassen, ihr Lieben Gefühlsklärer da draußen, wenn ihr das jetzt seht, habt den Mut weiterzugehen. Es ist so, so wichtig, eure Schritte, eure Richtung, euren Weg zu gehen. Es ist mutig, den anzunehmen. Es ist mutig, auch wenn es schmerzhaft ist. Es kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Der einfache Weg ist eben abhauen. Ist ja nicht der richtige Weg. Und stellt euch dem, habt den Mut dazu. Das gebe ich euch mit für das Jahr 2023. Habt einfach den Mut und geht weiter. Für euch selber in erster Linie. Und wenn ihr das für euch selber tut, dann werdet ihr glücklich für euch selber. Und wenn ihr glücklich seid mit euch selber, kommt alles andere automatisch. So, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Noch was. Also, ich habe nichts vorbereitet. Ich habe auch gestern schon ein Video gemacht über Mut. Aber durch das, weil
da so eine große Resonanz war von Sabine Michel und von ihrem letzten Video, haben wir gesagt, wir machen alles gemeinsam. Und ja, jetzt möchte ich meinem Schatz das Wort noch mal kurz geben. Ja, ist aber nett, dass ich das Wort bekomme. Und ja, wir werden sehen, wo die Reise hingeht, in Gottes Hände. Ja, genau. Und es ist jetzt auch, hast du gerade den Abschluss mir auch eingeleitet. Ich habe es euch ja gestern schon gesagt, ich fühle mich auf einmal so richtig befreit. Das heißt nicht, wir stehen trotzdem noch da, wo wir sind, dass wir nicht wissen, wo es weitergeht. Der Karl hat trotzdem die Schwere noch. Und trotzdem ist trotzdem was abgefallen bei ihm und bei mir, seitdem wir das in Gottes Hände abgegeben haben. Nee, eben, es geht jetzt nicht darum, wie ich gestern schon gesagt habe, du musst jetzt, wenn du noch einmal die Schwere hast, dann trenne ich mich, wenn du. Sondern es geht darum, alles braucht seine Zeit. Und ich fühle mich auf einmal so frei, so dieses, wir haben es jetzt in Gottes Hände gelegt. Und mal schauen, wo er uns hinführt. Es geht jetzt nicht darum, sofort eine Lösung zu haben, sondern der liebe Gott wird es uns zeigen. Und das hat mich so befreit. Ich fühle so eine Kraft und so eine Freiheit in mir. Da hat sich durch das Video gestern, durch das, was ich ihm am ersten Silvestertag mitgeteilt habe, den Gott auf einmal zu spüren, eben am ersten Silvester, ist am ersten Neujahrstag, ist so viel Gutes geschehen, was ich euch ja gestern mitgeteilt habe. Oh, und es ist so befreiend und ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Gebt euer Leben in Gottes Hände, es wird geführt. Und wenn der liebe Gott möchte, dass wir zusammenbleiben, dass es unser Weg ist, dann wird es unser Weg sein. Mhm. Wenn der liebe Gott aber für uns was anderes vorgesehen hat, dann ist was anderes vorgesehen. Aber ich habe keine Angst davor, sondern dann ist es so. Und wie geht es dir damit? Ja, das kann ich nur bestätigen. Genauso ist es, ja. Also, ja, auch mir fällt da fällt so eine große Last ab, wenn man das abgeben kann. Und das ist einfach das Höchste, wo man es hingeben kann. Und ich weiß, der gute Gott hat mir schon oft geholfen in meinem Leben und er wird uns auch dieses Mal wieder leiten und wird uns helfen, die richtigen Entscheidungen. Und er wird uns die richtigen Impulse geben, damit wir erkennen, wie es weitergeht. Und ja, und auch da möchte ich auch nochmal, wenn ich reflektiere, wie ich früher war. Früher habe ich ihm ja oft gesagt, wenn du das und das jetzt so und so machst, dann kommt aber das, wenn das so, wenn das so. Das heißt, es muss ja von innen raus was wachsen. Und deswegen ist es so wichtig und das höre ich auch immer wieder von den Seelenbotschaften, wenn ihr von eurem Schatz oder wenn ihr eure Seele befragen lässt. Übrigens, da könnt für alle, die neu sind, unter dem YouTube-Video schauen, wie ich mich mit der Seele verbinde. Oder wenn ihr mehr über mich, über uns wissen wollt, das habe ich heute jetzt weggelassen, da schaut unter einem anderen Video nach, da ist immer ein Vorspann von ein paar Minuten, ja, dass ihr mehr über uns wisst und über mein Leben auch, was ich für Süchte hatte und so weiter. Aber ich will zum Schluss nochmal sagen, an dem merke ich auch, wie reif, wie weise, wie gewachsen ich bin, ohne dass es jetzt hochnäsig sein soll. Und ich spüre es ja auch an euch, wie ihr reagiert habt auf die Kommentare, dieses zu verstehen, dieses Gefühl zu haben, es geht nicht am anderen rumzuzerren und du musst jetzt, sondern es geht darum, auch zu vertrauen, auch wenn ihr jetzt mit ihm nicht zusammen seid, zu vertrauen, je nachdem, was seine Seele auch gesagt hat, da auch loszulassen oder zu, was seine Seele sagt, zu spüren, was ist jetzt mein Schritt. Er sagt es ja euch in den Seelenbotschaften auch, was er von euch braucht oder was ihm gut tut, was ihr tut. Oder eure Seelen sagen es ja auch. Und da wirklich auch zu vertrauen und loszulassen und das alles in Gottes Hände zu geben. Und das habe ich, wie ich gestern schon gesagt habe, tiefer jetzt nochmal bei mir so erfahren. Boah, das fühlt sich ja klasse an. Es muss keine Entscheidung her, sondern wir beten, wir geben es in Gottes Hände. Ja. Und das ist jetzt unser Schlusswort, gell? Ja, das ist genau richtig. Ja. Gebt euer Leben in Gottes Hände. Und natürlich sagt Gott auch oft, holt euch Hilfe, weil es gibt ja auch viel, was ihr alleine nicht schafft, was ja auch gut ist. Und für das bin ich ja für euch auch da, euch weiterzubringen, euch zu unterstützen, euch nochmal die Knoten zu zeigen, in den Blockadenlösungen, in der Verschrittanleitung, was für mich so der Durchbruch war, um heute da zu stehen, wo ich stehe.
nehmt auch die Unterstützung dann liebevoll an, bis ihr dann wirklich so weit seid, dass ihr von alleine spürt, jetzt geht's weiter. Und ich habe auf meine Art auch heute noch meine Unterstützung, weil es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Es ist mit ein, zwei Unterstützungen nicht getan. Es geht weiter. Und das ist die Kraft. Glaubt an euch, macht weiter, wie du auch schon gesagt hast. Okay? Ja. Okay. Seid mutig. Geht genau, voran. Um das ging es heute. Seid mutig, öffnet euch authentisch, ehrlich und liebevoll in Achtsamkeit. Hast du schon gesagt. Ja, okay. Also. Hab euch lieb. Ich auch. Tschüss, ihr Lieben. Bis bald. Eure Sabine Michel. Und der Karl.